Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video zeige ich euch eine völlig verrückte Partie aus dem Jahr 1915 mit einem fantastischen Ende. Eine Partie, wie man sie heutzutage nicht mehr sieht. Gespielt zwischen Henry Ernest Atkins und Herbert Levy Jacobs. Atkins, über ihn findet man einiges im Netz, war ein sehr, sehr guter Spieler, einer der besten zu der Zeit weltweit und mehrmaliger Landesmeister. Und über Jacobs allerdings findet man sehr wenig Informationen, war wohl unterklassiger Spieler, dementsprechend nominell hier weiß klarer Favorit. Bevor ich die Partie zeige, kurzer Hinweis, ihr seht, leicht verändertes Layout, basiert auf meiner super frischen Zusammenarbeit mit chess.com, ihr seht hier das Logo. Dazu werde ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen in einem meiner nächsten Streams auf Twitch. Allerdings, außer dem Design ändert sich jetzt nicht viel, deswegen gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ne? Ihr werdet weiter meine Analysen hier auf YouTube genießen dürfen. So, gehen wir rein in diese Partie. E4. E5. D4. ED4. Und hier habe ich mal ein Video gemacht zum Mittelgambit nach Dame schlicht D4. Ne? Wer sich dafür interessiert, gerne mein Video mal anschauen. In dieser Partie allerdings spielte Weiß C3. Das nordische Gambit wird das genannt im Deutschen. The Danish Gambit, glaube ich, im Englischen. Ne? Das gibt nicht immer, ist nicht immer der gleiche Name. Ne? Also im englischen Sprachraum wird vom Danish Gambit gesprochen, im deutschen Sprachraum nordisches Gambit. Weiß bietet ein weiteres Bauernopfer an. Hier. C3. Und was macht Schwarz? Er nimmt natürlich das Bauernopfer an mit D schlägt C3. In Zeiten des romantischen Schachs, 18. bis 19. Jahrhundert, war es ein Frevel, ein Opfer nicht anzunehmen. Was würde man heutzutage hier spielen? Der beste Zug hier ist D5. Gegenstoß im Zentrum. Das ist der Hauptzug hier. Irgendwann werde ich mal ein bestimmtes Video machen zum nordischen Gambit und da werde ich all diese Varianten mal analysieren für euch. So, D schlägt C3. Was macht Weiß? Läufer C4. Entwickelt eine weitere Figur. Diese Figur guckt in die Richtung des weißen Königs. Hier der wunde Punkt. F7, der schwächste Punkt immer zu Beginn einer Partie, genau wie F2. Schwarz entwickelt sich weiter mit Springer F6, greift den Bauern E4 an. Was macht Weiß? Springer F3. Einfach weiterentwickeln. Jetzt kommt Springer schlicht E4. Das ist ein bisschen riskant hier von Levy Jacobs. Vernachlässigt krass die Entwicklung. Besser wäre so etwas wie D5 hier. E schlicht D5 und dann C schlicht B2 ist jetzt möglich. Läufer B2, Läufer D6 und kurze Rochade vorbereiten. Die Kompensation von Weiß, ja, er hat Kompensation, aber ihr seht es, die Engine sagt hier, ihr seht es am Engine-Balken, auch an der Zahl. Hier 1, ne? Minus 1, sagt die Engine hier auf chess.com, die bei mir hier eingeschaltet ist. Das ist natürlich schon ein bisschen viel, aber gut. Letztendlich ist es auch nur ein Bauer, ne? Ja. Okay, aber was macht jetzt Schwarz? Er nahm auf E4, Springer E4. Sehr gierig. Kurze Rochade, klar. König in Sicherheit bringen, hier, ne? Wie kriegen wir das grün? So, mit den Farben muss ich noch üben hier. Und die Idee ist natürlich hier Turm E1, ne? Auf der E-Linie aktiv werden. Springer D6, dieser Zug gefällt mir gar nicht. Und ihr seht es auch am Balken, plötzlich steht Weiß klar besser. Springer D6 ist unnatürlich. Ich hätte sowas wie Springer F6 gezogen. Dann Idee, Läufer E7, kurze Rochade schnell. Ne? Besser grün machen. So seid ihr es gewohnt, grün. Wenn Turm E1 Schach kommt, dann mache ich Läufer E7 und dann kurze Rochade. Aber Springer D6 hat immerhin den Vorteil, dass hier der Läufer auf C4 angegriffen wird. Na? Was macht Weiß? Anstatt den Läufer wegzuziehen, spielt er Springer schlägt C3. Voller Harakiri-Schach, ne? Da wird alles geopfert irgendwie. Gut. Springer schlägt C4, Schwarz nimmt den Läufer und sagt, ja, was willst du? Aber schaut euch mal die Stellung an, ne? Schwarz hat nur eine Figur im Spiel. Frechheit. Hier grün. Während Weiß irgendwie drei Figuren im Spiel hat, König rochiert, ne? Und der schwarze König steht hier in der Mitte. Nicht so schön. So, wie kriegen wir nochmal Rot hier? Haben wir doch gerade geübt. So, hier. Egal. Weiter geht's mit Turm E1 Schach.
Läufer E7, logisch, das ist jetzt logisch. Springer D5, das ist auch logisch, greift hier E7 an, zweimal. Ne? Springer C6, das ist logisch, deckt den Läufer. Läufer G5, das ist auch logisch. Das sind jetzt endlich mal logische Züge, ne, die wir auch nachvollziehen können. Weiß macht hier enorm Druck, ne, gegen den Läufer auf E7, greift ihn dreimal an. F6, ne? Ja, F6 kommt, blockt den Läufer. Logisch. Schwarz hat Vorteil, hat Materialvorteil. Wie würden wir jetzt hier mit Weiß fortsetzen? Ein logischer Zug, der logische Zug ist Läufer F4 hier, ne? Angriff auf C7. Ne, die Gabel hier. Aber Atkins spielt was anderes. Was macht der? Turm C1. Turm C1 greift hier diesen Springer an. Der Springer auf C4 ist aber nicht besonders wichtig, wenn ich ehrlich bin. Schwarz nimmt nicht raus auf G5. Er hätte einfach auf G5 rausnehmen können. Ne? Hier so FG5. Turm schlägt C4. Und dann Rochade. Einfach mal den König in Sicherheit bringen. Ne? Ich meine, Weiß hat auch rochiert, deswegen gehe ich stark davon aus, dass Levi Jacobs die Rochade-Regel kannte. Ne? König in Sicherheit bringen. Und ihr seht es hier am Balken. Minus 5, zeigt er an. Minus 5. Riesenvorteil. Stattdessen, was macht Schwarz? B5 deckt diesen Springer auf C4. Und ihr seht es schon wieder am Balken. Wups, nach oben. Ne? Plötzlich ist die Stellung ausgeglichen. Wenn Weiß hier Läufer F4 spielen würde. Mit Angriff auf C7. Das ist ja schon gefährlich hier, ne? Aber wollte er nicht. Was macht Weiß? Turm schlägt C4. Ja, solche Züge kann man höchstens erraten. Per Zufallsverfahren. Also logisch ist das nicht, was er spielt. B schlägt C4. Und jetzt Springer E5. Denn das, warum nicht? Einfach mal alles über Bord. Wozu brauchen wir Material? Rein mit dem Springer. Ich gebe zu, das sieht alles sehr aktiv aus hier, ne? Dame kann nach H5, ne, wird Platz gemacht. Der Turm schaut hier auf der E-Linie drauf, auf die schwarze Stellung. Aber Schwarz hat riesigen Materialvorteil. Es gibt hier verschiedene Züge, wie man einen großen Vorteil erlangt. Springer schlicht E5 ist einer. Sieht auch sehr logisch aus, wenn ich ehrlich bin. Hier geht es weiter mit Turm schlicht E5, F schlicht E5, Läufer E7. Ja, Weiß gewinnt hier die Dame nach Dame E5, Dame E7, Läufer E7, sorry, Dame E7, Springer E7. König E7, aber in dieser Stellung hier hat Weiß nach Dame D5 zum Beispiel C6, Dame schlicht E5, König F7 zu wenig Material. Ne? Schwarz hat zwei Türme und Läufer und ein Bauer für die Dame. Das ist Vorteil. Hier droht auch Turm E8. Ne? Hier Grundreihengeschichten. So wahnsinnig schwierig ist das nicht zu berechnen, wenn ich ehrlich bin. Aber was macht Schwarz? Er spielt F schlicht G5 und ihr seht schon am Balken, Wumms. Plus 6, irgendwas, 6,69, heftig. Das ist hier ein Vorteil, ne? Ich brauche nur auf den Balken gehen und er zeigt hier eine Zahl an. Das ist besser als vorher. Wie gewinnt jetzt hier Weiß? Das ist jetzt eine Aufgabe für die Experten unter euch. Das ist jetzt forciert gewonnen hier. Ihr könnt das ja versuchen hier durchzurechnen, ne? Video anhalten und versuchen durchzurechnen, wie Weiß hier forciert gewinnt. Der erste Zug ist relativ klar. Dame H5 Schach. Greift hier nah den König an auf E8. Schön auch orange hier, ne? Auch nicht schlecht. Dame H5 Schach. Gut, König F8, Dame F7 ist klar, deswegen G6. Blockt die Dame ab. So, hier gewinnt nur ein Zug. Zwei Züge sind sehr, sehr logisch hier, finde ich. Springer schlicht G6 ist sehr logisch. Aber auch Springer F6 ist logisch. Machen wir das mal grün. Springer F6 mit Angriff auf den König. Warum? Kandidatenzug. Schachgebot. Ja? Schachgebot. Kandidatenzug. Springer schlicht G6 gewinnt hier nicht. H schlicht G6. Dame schlicht H... Was mache ich denn? Dame schlicht H8 Schach. König F7 und hier hat Weiß Dauerschach. Dame H7 Schach. König F8. Und das ist Dauerschach hier, ne? Hier. Einfach Schach, Schach, ne? Das war's. Also Dame, Springer schlicht G6 ist nicht der Gewinnzug. Der Gewinnzug lautet hier Springer F6. Sehr, sehr schön. Okay, König F8. Kommt Dame H6. Schachmatt.
Deswegen Läufer F6. Jetzt gibt es auch hier nur einen Gewinnzug. Es ist nicht Springer schlägt C6. Schach. König F8. Dame H6. Läufer G7. Ne? Das Problem ist hier, die weiße Dame ist auch angegriffen die ganze Zeit. Zurück. Nach Läufer F6 gewinnt hier Springer schlägt G6 Schach. Der Turm greift den König an. Hier gibt es jetzt verschiedene Varianten, wenn Schwarz eine Figur dazwischen stellt, zum Beispiel nicht Dame E7, sondern sagen wir mal, was habe ich hier analysiert? Läufer E7, dann kommt Springer schlicht H8 Schach, König F8, Dame F7 Matt. Dieses Matt kommt aber auch nach Springer schlicht E7. Zurück. Was haben wir noch für Züge? König F7. Das ist der trickreichste Zug. Hier wird der schwarze König gejagt. Da das Video jetzt nicht so super lang ist, zeige ich euch das noch. Springer E5 Schach. Doppelschach. Na, das gewöhne ich mir mit der Zeit an. König E6, Dame F7, König D6, Turm D1 Schach. König C5, Dame schlicht C4. König B6, Dame B3, König A6, Dame D3 Schach, König B6. Springer C4, König C5, zum Beispiel Dame D5, König B4 und dann Springer A3 am Ende. Und der König ist gefangen, ne? Es droht hier unter anderem Dame B5, Dame C4 Matt, ne? Dame B3, Turm D5 ist eine andere Geschichte. Also es ist ein Mattnetz. Zeigt auch die Engine, ne? Das ist Matt in 3 spätestens. Ihr seht es da, M3. So, wir gehen mal zurück zur Partiestellung. Wupp, 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 ein bisschen weiter zurück. In der Partie geschah Dame E7. Okay, Schwarz hat massig Materialvorteil, deswegen er kann ruhig die Dame zurückgeben. Es gewinnt jetzt hier prosaisch Springer schlicht H8 Schach, König F8, Turm schlicht E7 oder sowas. Jetzt muss der König rauslaufen hier, ne? Und Dame F7 hier gewinne ich den Läufer und dann habe ich Materialvorteil. Aber Atkins hier sehr stark gerechnet spielte Turm schlicht E7 Schach. Läufer schlicht E7. Und jetzt gibt es hier ein Matt, ein forciertes Matt. Versucht das mal zu finden. Springer E5 Schach ist eine Möglichkeit. Springer schlicht H8 funktioniert genauso. König D8. Und ihr wisst jetzt, was kommt, oder? Springer F7 Schach. König E8. Was kommt jetzt? Smothered Mate auf Englisch. Ersticktes Matt. Heißt doch Smothered Mate, ne? Springer D6 Schach, Doppelschach. Jetzt König F8, Dame F7. Nein, wir spielen König D8 und lassen das schöne Matt zu. Dame E8, da ist es. Turm schlicht E8, hallo? Ach nee, er gab auf. Turm schlicht E8, Springer F7. Hier wäre das forcierte, erstickte Matt. Ja, ein wunderschönes Ende dieser verrückten Partie zwischen Atkins und Jacobs aus dem Jahr 1915. Wer sich für das erstickte Matt interessiert, ich habe da mal ein Video zu gemacht, brutale Mattmotive, das erstickte Matt, wo ich schöne Beispiele zeige und das Ganze nochmal erkläre, ne, was das ist. Ich muss gestehen, wenn ich solche Partien aus den Jahren, aus diesen Jahren nachspiele und dann, das sieht für mich teilweise konstruiert aus, ne, wenn ich ehrlich bin. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, aber es scheint, also es gibt nichts, keine Hinweise, dass es konstruiert war. Weil das ist irgendwie das fast absurde Zugfolgen. Ne? Also die Schwarz verteidigt sich irgendwie so völlig verrückt. Total simple Verteidigungszüge werden nicht gespielt. Aber das ist typisch für damals. Es gibt super viele von diesen Partien. Und ja, ich habe keine Ahnung, woher ich diese Partie nochmal habe. Wahrscheinlich auf einen Hinweis von euch. Gerne schickt mir bitte in den Kommentaren Hinweise. Falls ich noch irgendeine Partie nicht analysiert habe. Ne? Also vorher natürlich schauen, habe ich die schon analysiert? Aber ich nehme gerne Hinweise von euch an. Und ich glaube, das war auch ein Hinweis von dem Zuschauer. So, ich hoffe, das neue Layout gefällt euch. Gut, es ist kein großer Unterschied zu vorher. Ne? Ist alles schön blau. Und ich habe hier auch immer schön das Turnier jetzt im Textformat. Und ihr seht natürlich das Chess.com-Logo, weil das jetzt mein Partner ist für YouTube. Und ja, wie gesagt, in einem der nächsten Streams werde ich vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen. Was gibt ein paar Neuigkeiten, die euch bestimmt auch interessieren. Aber prinzipiell ändert sich für die Videos nicht viel. Also eigentlich gar nicht, außer nur ein bisschen das Layout. Alles klar, checkt auch meine anderen Kanäle aus, Big Rig Highlights, Big Rig Shorts, würde mich freuen, macht's gut, bis dann.